Hey Leute, zack, zack. Hier ist der alte Mann mit Mr. Prepper. Ich wollte mal gerade gucken. Ich kann noch einen eigenen Energy Drink machen, glaube ich. Da, genau. Und der getrocknete Guarana. Also, wir müssen jetzt mal in den Wald gehen. Wir brauchen Hebel, 20 Plastik, 10 Elektroteile. Das habe ich letzte Folge gesagt, dass wir das unbedingt mal machen müssen. Boah, Elektro ist das teuer. 10 Elektro, 20 Plastik. Hebel haben wir. Das wiegt ja alles nichts. Guck mal, 1. So muss das sein, ja? Haben wir noch Essen, Fleisch, 3. Wir können mal kurz Nickerchen machen. Was soll's? So, okay. Mann, ich liebe unsere Wohnung. Die wird noch viel wohnlicher werden, ja? 60 Metall, 20 Plastik, künstlicher Horizont. Wie gesagt, ich guck mal. Wir machen hier die Ölversorgung rein. Das muss ich dann auch nochmal umbauen. Was wir hier reinmachen können, weiß ich noch nicht. Vielleicht den Vaporisierer, das Wassersammelteil. Mal gucken. Aber hier können wir überall so Öllager... Ah, schön gesund dazu wohnen. So, okay, los geht's. Guck mal, hier ist Holz direkt mitnehmen. Brauchen wir sowieso. Aber diese Fragezeichenzonen. Okay, es wird auch immer dunkler, ne? Also, ich weiß ja nicht, ob ich noch höher will. Toll, ist schon echt spät. Super Idee. Komm, wir gehen im Dunkeln im Wald. Los geht's. Okay, was braucht... Also, Hebel wieder. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zurück, oder? Ich könnte ja wenigstens das erste Ding, wenn wir gerade untersuchen. Wäre halt schön, wenn das schneller gehen würde. Das Scrollen. Was gibt's denn hier? Oh, Alter, hier können wir Fallen bauen. Guck mal, lol. Alter, voll gut. Okay, komm, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Obwohl, komm, ich hier nochmal. Guck mal. Guck mal. Psst, nicht erschrecken. Oh, oh. Alter, das Messer, ne? Oh, das ist wieder ein Zettel. Bestimmt wieder die Jägerin. Ja, ja. Oh, die Axt brauchen wir hier. Alter. Scheiß auf die Knarre. Guck mal nach rechts gucken. Okay, gut, dass wir das bisschen Axt... Habe ich denn noch eine? Ich habe, glaube ich, beide verkauft. Okay, komm dann. Ich kann ja hier nicht zurück. Dann müssen wir jetzt da lang gehen. Da könnten wir wieder zurück. Gut, dann können wir hier nochmal ganz kurz reingucken. Geht nicht? Okay, Mann, schade. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Der Tag ist fast vorbei. Pass auf, wie viel Platz habe ich noch? Ich gehe noch kurz in die Mine das Öl holen. Und da ist noch ein Diamant. I got the hand. Gedankenkontrollsatellit. Auf Doom. Hm. Oh, schade. Immer einen höher. Zack, 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 zack. Das geht nicht. Okay, dann nach Hause. Wir wollen nach Hause. Hause. Zu Hause gibt's keine Pause. Doch, immer. Tatsächlich. Oh nein, ich muss arbeiten, ich muss Computerspiele spielen. Du musst direkt schon mal reinmachen. Ist mir egal hier, so. Genau, Postbote ist nicht da. Haben wir noch eine Axt? Komm, ich guck mal gerade. Ich hab ja noch ein paar Sekunden, bevor ich tot umfalle. Oh, hier, guck mal. Ding. Dingeling, ding, dong. Und wir gehen in unsere Koje, würde ich sagen. Ja. Ich bin der Beste. Ich muss das einfach... Es ist wichtig. Das muss man einfach sagen. Es ist... Ah.
Hier müssen noch überall Lampen in verschiedenen Farben, Levelangaben, bla bla bla. Oh, guck mal, was ist das denn? Ist das eine alte Atomrakete? Guck, es ist tatsächlich eine Bombe. Hab ich das schon mal gesehen? Das war doch hier oben auch noch irgendwo, oder? Vergrabene First Aid. Schon lustig. Ich würde schon gerne wissen, was man so alles unter der Erde finden könnte. Einfach wissen, wo was begraben ist. Alter, ich will nicht wissen, wie viel Gold schon überall verbuddelt wurde. Ich will nicht wissen, über wie viel vergrabene Schätze man schon gegangen ist beim Spazieren oder so, ja? No shit. Puh, okay. Wald. Axt haben wir. Postbote ist immer noch missing. Bisschen zu essen haben wir noch. Ein bisschen rohes Fleisch. Können wir mal hier lassen. Das können wir einfach behalten. Nehmen wir mal ein bisschen gegrillte Schlange mit. Ist doch hoffentlich gegrillte Schlange, sonst wird das... Ach nee, da haben wir noch Fleisch. Okay, egal. Wer weiß, was wir da für Gegners treffen. Vielleicht will ich doch lieber... Aber das Messer scheint ja mega gut zu sein. Okay, los geht's. Kann ich die Fallen mitnehmen? Ich muss die holen auf jeden Fall. Aber jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal den Wald erkunden und dann können wir immer noch Fallen stellen. Der Superjäger. Wenigstens jetzt hell. Los geht's. Befahren Seilbahn. Eine alte, ungewartete Seilbahn. Ich fühle mich sehr sicher. Wo war denn? War hier oben schon irgendwas zu? Nee, ne? Doch, war es auch nach rechts hin, glaube ich. Na toll. Ja, Club. Sehr gut. Mal kratzen. Das sind auch nach. Die kommen nach Makaken. Die gibt's aber wirklich. Und was denkt ihr, was wir so finden? Also, die Leute, die es noch nicht wissen. Ach so, Jagdclub bedeutet einfach noch eine Jagdhütte hier wahrscheinlich irgendwo. Hier müssten wir eigentlich dann Fallen bauen, aber das wäre ja blöd, immer wieder hier reinzurennen. Sollen wir das mitnehmen? Aber eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Egal. Können wir unser Bude gut gebrauchen? Stuhl können wir verkaufen. Paletten können wir verkaufen, glaube ich. Und auch zu Holz machen. Lol, Patronen. Aber immer noch kein Gewehr. Hier ist ja jetzt nirgendwo was an der Wand oder so. Super, wir nehmen alles weg, damit hier keiner was hat. Kann ich da auch schlafen? Nee, ne? Mann, die sind aber sauer. Holzblockade. Geht das frei? Oh oh. Müssen ja echt aufpassen, ne? Wie gesagt. Scheiße. Hoffentlich kommt jetzt nicht ein Großangriff. Na toll, kommt es. Nee, doch nicht, aber... Deswegen gibt es so viele Jagdmesser. Da ist mal... Wir gucken erstmal nach rechts. Da sind Wölfe. Und da geht es auch nicht weiter.
Schon wieder eine. Zwei im gleichen Level. Da gibt's bestimmt Ärger noch. Ist das nur so ein Buch, oder? Egal, wir gehen wieder. Das soll mich doch nur aufhalten, damit ich nicht direkt im ersten Mal den ganzen Wald da untersuche. Kurz nach links gucken. Okay. Und weiter. Ich habe halt kein Energy mehr. Oh Gott! Alter, lang lebe das Messer, also... Krass. Das war ja damals schon gut, aber ich... Ja, ich hätte einfach nicht mit der Spitzhacke und so oder unten in der Mine auf die Ratten hauen sollen. Wir nähern uns irgendwas. Aber das sind auch so voll die Zombie-Ratten. Die haben auch irgendwie... Die sehen aus wie so halb untote Ratten. Keine Ahnung. Oder warum sind die Ratten so groß? Das wird auch nicht erklärt, oder? Ja, Club. Alles wie ihr wildes Miracle zu bieten hat. Frisches Fleisch, bla bla bla. Weiter geht's. Wie viel... Was für ein Level sind wir jetzt? Warte mal. 5 von 8. Shit, wir müssen uns beeilen. Obwohl, wir haben jetzt 15 Uhr. Aber... Naja. Dann nehmen wir mal die Knarre. Es ist wieder soweit. Gott sei Dank haben wir die Barrikaden. Volle Deckung! So. Welcome, Hell. Welcome to Hell. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal gelesen, oder? Ich meine, so abschreckend ist das auch nicht mehr. Da verstehe ich nur, dass da ein Boss kommt oder so. Das kann ich nicht mitnehmen. Will ich auch... Guck mal, so eine Glühbirne, sowas will ich haben in meinem Bunker. In meinem Bunker. Sehr gut. Guck mal, das ist noch eine Axt, aber das können wir hier lassen. Das ist nicht so wichtig. Obwohl, wie viel kann unsere Axt noch? Ah, das ist kein Problem. Okay. Glaube ich. Wir wissen ja, wo sie ist. Wir können dann ja wieder zurück. Da ist nichts. Brauche ich nicht kaputt machen. Weiter geht's. Okay, welcome to hell. Show me what you get. 5-10. Oh, geil. Guck mal, eine P51. Glaube ich. Der schwarze Wolf. Ja, und endlich Munition habe ich auch nicht mehr. Aber ich habe genug Essen noch. Schlangenfraß. Mann, das ist ja was hier. Das waren die letzten zwei Schuss. Wechseln. Das war's noch nicht. Das war's? Okay, mal gucken, was wir da finden. Das ist das abgestürzte Flugzeug, was wir finden sollten. Stimmt. Foto, ein Foto von einem Flugzeugabsturz. Zeigt einen Piloten in einem Flugzeug. Warte, bis es... Ist das Mr. Prepper? Das bin ich! Ich hab die Maschine. Es ist meine alte Maschine. Ford Observer, warte mal. Ich... Künstlicher Horizont, ein fortgeschrittenes mikroskopisches Flugzeuginstrument. Da ist es ja. Lol. Ich hab das alles vergessen, Alter. Hab ich das... Ist Gehirnwäsche? Lol. Hey, das ist Bob und Dingens. Hey, Butterblume, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Lass mich raten, das bist du auf diesem, in diesem Foto. Ja, anscheinend. Woher weißt du das? Intuition einer alten Dame. Du siehst nach jemandem aus, der versucht zu fliehen. Ich habe einfach nur die Punkte verbunden. Ich habe schon mal versucht zu fliehen wahrscheinlich. Oder das ist mein altes Ich. Ich kann mich nicht erinnern. Nichts davon.
Schatz, du bist nicht alleine. Manche Leute in der Stadt können nicht an ein ganzes Jahrzehnt erinnern. Manche haben Probleme, sich an Freunde zu erinnern. Du kannst wenigstens die Schuld auf einen Flugzeugabsturz schieben. Ah ja, stimmt. Das ist ein Militärflugzeug. Das bedeutet, dass ich auf deren Seite war oder sogar noch bin, einer von denen? Ich weiß nicht viel über Militärsachen, aber ich weiß... Aber was ich weiß, ist, dass du gerade nicht wie ein Regierungstyp scheinst. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dein Flugzeug abgeschossen haben. Also warst du mal einer von ihnen oder nicht? Aber ist das jetzt wirklich wichtig? Das Ding ist, das ist halt voll das alte Flugzeug. Ich meine, wir scheinen in einer parallelen Zukunft zu sein, ja? Wahrscheinlich irgendwie... Ich meine, aber es sieht aus wie aus der jetzigen Zeit, 1950, parallel. Ich meine, aber das würde das vielleicht noch erklären. Es ist trotzdem verwirrend. Und ich bin mir sicher, dass sie den Weg finden, in etwas Größerem, Schnellerem zu entkommen. 1960, 1950, ja. Aber selbst da haben schon Düsenflugzeuge. Jenny Wars hier. Okay, Schatz, überlasse es dir. Du weißt, wo du dich finden kannst, wenn du über Pflanzenerinnerungen und andere Sachen reden willst. Der künstliche Horizont. Jetzt können wir das nächste Upgrade machen für unsere Rakete. Okay, dann haben wir das gemacht. Cool, also bin ich ein Pilot. Das bedeutet also, ne? Wir gucken jetzt gleich nochmal, was wir alles gefunden haben. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Oder zu Jenny. Besuche Jenny. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch. Dann haben wir das direkt auch. Ich will mir nochmal die Sachen angucken. Also wir haben eine Zugangskarte zu Fort Observer, was ja super ist. Dann... Hätte ich da nicht umsonst hingefahren, quasi, aber ich muss auch bis 3 Uhr nachts sowieso aushalten. Ein Foto von dem Flugzeug. Das kann ich bestimmt als Idee verwenden, oder? Ein Zugangskarte für irgendwas. Bla bla bla. Sehr gut. Und das ist der Horizont, genau. Jenny! Jenny! Hallo Jenny und Bob. Hallo Butterblume. Was bringst du denn hier? Hallo Butterblume! Ich habe gedacht, hast du noch. Eine Mixtur, Guarana übrig, könnt ihr eine Portion haben, kann ich bestimmt selber machen. Ich habe vor, eine lange Reise zu machen und mir etwas lieber mittendrin nicht einschlafe. Ah, die Mixtur war ein ziemlicher Erfolg. Manche meiner Freunde haben es geschafft, dank der Mixtur die ganze Nacht durchzumachen. Aber das ist das Problem, die Mixtur verbraucht eine Menge Zutaten. Wir haben schon nach ein paar Tests keine mehr übrig. Also musst du mir mehr Früchte beschaffen. Mit genug Früchten kann ich dann auch exportieren. Okay, wir können die anpflanzen. So langsam vermute ich, dass du eine ganze Menge Freunde hast. Aber okay, ich werde noch mehr Früchte für dich anbauen. Ja, dann bauen wir die halt an. 99 Guarana. Fuck. Let's go then. Okay. Los geht's. Also... Müssen wir ja alles auf einmal bringen? Das Zeug läuft doch ab! Soll ich schon mal den nächsten... Ich kann ja noch mal in den... Aber da finden wir niemals 99. Da finden wir vielleicht... Ne, 99 Guarana finde ich nicht in ein... In wie vielen Abschnitten ist das? In ein oder zwei, ne? 99 Guarana. Postbote ist immer noch weg, ne? Okay. Paletten. Ja, wir müssen die mal klein machen. Wir brauchen Holz. Hier, Vince Me, Prepper. Sehr schön, dann gehen wir mal pennen. Schaffe ich das bis dahin? Sonst gehen wir schnell hier pennen. Schlafen. Ich glaube nämlich nicht. Oh, cool, oder? Meine Güte. Ah, ich muss was trinken. So, okay. Ich setze mal hier weiter. Soll ich die behalten? Ich meine, die sehen doch ganz nett aus. Ja, warum nicht? Sieht dann halt nach Küche aus. Ach komm schon, es sieht doch schön aus.
machen wir so. Steht ja zeitlich drauf. Müssen wir noch schöner machen. Fuel. Das ist der nächste Hebel. Guck mal, wie viele Felle und Federn. Felle und Federn. Dann gehen wir mal verticken. Wie die letzten Macher hier. So, erstmal Jägershütte. Guarana, ist das Guarana? Maissamen, Rübensamen, Salatsamen. Wie mache ich denn jetzt Guarana-Samen? Ich nehme trotzdem alles, weil ich will das ja lagern. Schon wieder weniger Geld. So, und geheime Gärtner. Gärtner 2. Ich glaube, das könnten wir gebrauchen. Was haben wir denn? Das mit dem Baumeisterbuch. Und Projekt Eisturm. Projekt Eisturm. Lerne, wie du besser mit niedrigen Temperaturen. Wir machen mal das mit dem Hortus. Lerne, wie du deine Pflanzenstelle anbauen kannst. Essen, Atombomben, Liebe. Die gesunde Küche, den Bürgern der Welt. Ja. Der geheime Gärtner. Lerne, wie du deine Pflanzen noch schneller anbauen kannst. Aber den ersten haben wir doch auch schon. Haben wir, nee, haben wir noch gar nicht. Kann ich dann direkt den Zweier kaufen? Ach lol, guck mal. Ach so, sollte ich jetzt sowieso erstmal machen. So. Wir werden es ja sehen. So. Diese konnten noch gar nicht alles verkaufen. Das lassen wir mal lieber im Inventar. Das auch. Das kommt dann ins Dingens. Kann ich Stühle verkaufen? Buch. Da, Stühle. Sehr gut. Ich habe ja noch ein paar Stühle. Ich nehme auch mal, die mit. Wer weiß, ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Hey, wie geht's dir? So. Doch, da sind sie doch. Weiß, ach, weißer Becher. Du kannst mich mal. Weißer Becher. Okay. Nimm mich mit. Ja. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Soll ich das nächste Ding für die Rakete schon mal bauen? 60 Metall, 20 Plastik. Und könnte ich machen. Könnte ich machen. Wie viel Plastik haben wir denn? Geht, ne? Könnte ich den Horizont haben auch. Okay, dann machen wir das. Natürlich kommst du da hin. Das ist aber jetzt blöd. Hm, das ist doof. Hm. Aber es hing doch da so schön. Vielleicht auf die andere Seite. Hm. Och, das ist doof. Ach, komm schon. Dann müssen wir es woanders hin tun. Würde es dahin passen? Wo ja. Zack, zack. Zack.
Oh, lol. Ja, guck mal! Alter, und das mit so ein bisschen Zeug? Ich meine, woher können wir das bauen? Anscheinend gibt's ne, wir sind wahrscheinlich so ein scheiß Supergenie. Wir bauen eine Rakete. Lol. Ja, das ist jetzt nur die Hülle, ne? Müssen wir ein Nickerchen machen. Das war, woher weißt du das bitte alles? Lol, guck mal. Es wird. Ja, hier mal lesen. Ah, Raumupgrade Pumpenhaus. Aber ich will lieber ein Generatorhaus. Aufgepumpte nützliche Raumupgrades. Und, ah, Raumupgrade Fabrik. Denke, an den Upgrade kannst du Dinge schneller bauen. Lol, okay. Fabrik, also hier, ja? Fabrik kommt hier rein. Zwei sogar, guck. Ist es jetzt drin? Upgraded. Das sieht dann so aus, oder was? Das ist ja gar nichts passiert! Blasphemie! Und ein Pumpenhaus. Das wird... Puppenhaus, ne? Das sollte dann hier rein, aber es braucht vier. Das wird das Pumpenhaus. Nee, es wird das Fabrikhaus. Das Pumpenhaus kommt dann hier rein. Wir werden es dann sehen. Wir werden es dann sehen. Was haben wir noch alles bekommen? Nützliches... Lerne... Okay. Ist es jetzt gelesen? Habe ich es jetzt gelesen? Kann ich es jetzt bauen? Jetzt bin ich verwirrt. Da sind sie. Okay, dann kann ich es ja auch ins Regal. Ich muss jetzt hier aufhören. Das ist das Blöde. Oh, es liegt. Sehr schön. Ach, siehst du, ich muss den vorigen Teil lesen. Okay. Das da rein. Jetzt gucken wir mal kurz. Guarana. Ich muss diese Bewässerungsanlage unbedingt bauen. Das Problem ist, dass das jetzt hier vielleicht zu klein ist, um die Bewässerungslager da reinzubauen. Also ich meine... Da. Und das könnte da noch hinpassen. Das Ding ist, das wäre zu krass. Das wäre... Nee, da könnte ich auch noch welche hinbauen. Jetzt will ich mal überlegen. Vier Stück. Was brauchen wir denn dafür? Metall... Boah, alles. Kann man vergessen. Sei denn, das zählt jetzt das hier noch, aber das tut's nicht. Nee. Wir haben zu wenig Zeug. Ich müsste es... Ich würde gerne Räume vergrößern. Ich könnte den Raum abreißen, neu buddeln. Das könnte funktionieren tatsächlich. Ich würde gerne wissen, ob ich hier hochbauen könnte. Wäre das möglich? Weil hier geht's ja... Könnte ich hier eine Leiter hinbauen? Einen neuen Eingang schaffen? Das wäre zum Beispiel auch möglich. Wir könnten einen neuen Eingang machen, da hinten. Aber ich mag meinen Eingang, ja? Im Haus ist schon ziemlich cool. Ich könnte auch da einen hinmachen. Das wäre natürlich blöd, wenn der Typ kommt. Aber wir werden es sehen. Na gut, Leute, ich gehe pennen. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Mr. Prepper. Bis dahin. Haut rein, Leute.